Die Adventszeit ist eine sehr hektische Zeit. Viel Lärm um einen herum. Und da tut es gut, wenn man sich selber auch wieder zurücknehmen kann, wenn man zur Ruhe kommen kann, die eigene Mitte sucht. Eine Möglichkeit habe ich für mich gefunden. Ich persönlich spüre einfach, der Prophet Jesaja, der bietet so viel Botschaften auch für das heutige Leben, für mein Leben. Im 35. Kapitel des Propheten Jesaja geht es darum, dass das, was zerbrochen ist, wieder ganz wird. Und auch in meinem Leben ist einiges zerbrochen. Im Leben eines jeden Menschen zerbricht im Laufe der Jahre dies oder jenes. Und im Text wird davon gesprochen, wer hinkt, kann wieder gehen. Wer blind ist, der sieht wieder. Wer taub ist, der hört die frohe Botschaft. Und das stellt mich richtig auf. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie. Jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt, die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Mach die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sag den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen.